Willkommen zurück bei Risen. So, wir sind gleich in der Hafenstadt angelangt. Und werden wieder abgelenkt von bösen, bösen Wölfen. Ach, es ist sogar nur ein Wolf. Na, warte. Wenigstens ist es ein Schwarzwolf. Oh ja, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nicht unterschätzen, die Viecher. Die hauen noch rein. Oh Gott, Block. Was übrigens sehr, sehr nett wäre, was mir einer erklären könnte, wenn ich es bis dahin jetzt noch nicht nachgelesen habe, wenn ihr das Video seht. Und zwar, wir haben bei unseren Rüstungen, gehen wir auf unsere Rüstung, da sieht man es besser. Beim Runenschild zum Beispiel, Schutz vor Eis, Feuer und Magie ist soweit klar, gegen Zauber halt. So, wir haben Hiebwaffen, ja, wir haben Klingen und wir haben Stichwaffen. Jetzt ist die Frage, was sind Tierangriffe? Vom logischen Standpunkt her würde ich sagen, okay, so ein Wolf, der macht einfach einen, mit seiner Tatze einen Hieb auf uns. Hieb, aber Hiebwaffen, weil keine Waffe und so, ne? Ihr versteht, was ich meine. Unter was genau fallen Tierangriffe? Oder unbewaffnete Geschichten? Fällt das auch wirklich unter Hiebe, was ich mir jetzt so vorstellen könnte, was aber nicht wirklich Sinn machen muss? Oder um was handelt es sich da? Ich bin mir sicher, diese Truhe haben wir vor 20, 30 Videos mal geplündert. Ja, genau. Verzeiht bitte, wenn ich da hin und wieder irgendwas zweimal plündere, weil ich mich einfach nicht mehr erinnere. Genau, hier ist der Haupteingang. Ach ja, wir gehen da trotzdem mal den Bogen rum. Hab gar keinen Bock auf die Typen. Bevor die mich noch irgendwie vollquatschen, was ich gar nicht will. Nee, nicht die Ordenskrieger. Und wir können hier mal mit unseren vier Leutchen, die wir hier befreit haben, können wir nochmal reden. Genau, haben wir schon mal die erste. Und wo sind... waren die anderen nicht auch hier? Wie hießen sie? Olf und Co. Wo sind sie? Hey, Patty. Ich hörte, du gehörst jetzt zur Bande des Don. Wenn das mal eine gute Idee war. Was stimmt damit nicht? Das sind doch bloß Verbrecher. Rauben und stehlen, was das Zeug hält. Ach was, Piraten haben auch keinen besonders guten Ruf, hab ich gehört. Ja, ja, schon gut. Entschuldigung. Lassen wir das. Genau, so Patty, es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. Nö. Okay. So, Patty, worüber? Es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. Was genau hat es mit dem Brief deines Vaters auf sich? Nun ja, es ist so. Mein Vater ist vor einiger Zeit hier auf dieser Insel gewesen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Gewesen? Er ist also gar nicht auf der Insel? Nein, ich denke nicht. Aber er hat etwas hier hinterlassen. Etwas so Wertvolles, dass uns jeder Halunke in der Hafenstadt auf Anhieb dafür umbringen würde. Stimmt, sie war ja die Tochter vom Piraten... Ach, wie hieß denn der noch gleich? Irgendein Piratenkapitän. Und wir haben ja, glaube ich, jetzt die Hütte von dem übernommen gehabt, ganz am Anfang. Und der war irgendwie in Konkurrenz, glaube ich, zu Kapitän Romanov, der hier eingesperrt war. Oder eingesperrt ist. So, und was soll das sein, Atoll? Ich fall noch... ja, und was soll das sein? Erzähl und mal. Was soll das sein? Das erzähle ich dir, wenn wir den nächsten Hinweis gefunden haben. Aha. Also gut, was hast du jetzt vor? Mein Vater hat ein weiteres Versteck, etwas weiter im Inland der Insel. Seinem Hinweis zufolge befindet es sich in einem Grab. Ich will dieses Grab finden. Okay, ich werde dich auf deiner Suche okay. Ich werde dich auf deiner Suche begleiten. Gut, wie du willst. Ich glaube, ich weiß, wo sich das Grab befindet. Also werde ich vorgehen. Sag mir, wenn du bereit bist. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Was konnte dir nochmal beibringen? Vielleicht was, was uns bei der Suche weiterhilft. Ich habe ein paar nützliche Talente gelernt. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Ach, oder ist das neu? Sie konnte das vorher noch nicht? Ich weiß was es nicht mehr. Was kannst du mir beibringen? Ich glaube nicht. Ja, Schlösser öffnen, Rang 3, 500 Gold, 5 Lernpunkte. Danke. Zeig mir, wie ich unmögliche Schlösser knacken kann. Um an die wahren Schätze zu kommen, brauchst du mehr als ein Dietrich und ein bisschen Glück. Du brauchst ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl. Da du nicht weißt, wie so ein Schloss aufgebaut ist, musst du zuerst den Mechanismus mit deinem Dietrich ertasten. Erst wenn du ein genaues Bild vom Aufbau des Schlosses hast, weißt du, welcher Bolzen und welche Feder gespannt oder gedrückt werden muss. Gut, Akrobaten. Besser springen wahrscheinlich. Die sind in der Lage, höher aus größter Gefahr sich abzurollen. Ja, das könnten wir wahrscheinlich gut gebrauchen. Für 100 Gold nur. 5 Lernpunkte. Na komm, zeig mir, egal. Wie ich besser springen und mich abrollen kann. Nimm mit. Wenn du springst oder fällst, musst du dich bei der Landung abrollen. Dadurch kannst du aus größeren Höhen fallen, ohne dich zu verletzen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten einen Ring, war es, glaube ich, den wir gefunden haben mit Akrobatik +1. Und ich meine, Akrobatik war auch nur ein Rang.
Halt, hier muss man nachgucken. Genau. Wir brauchen noch einmal Taschendiebstahl, dann wäre das hier alles voll. Schlösser öffnen ist gut, das hätte ich natürlich gerne gehabt, bevor wir hier losmarschiert wären, ne? Also zu den Skeletten da, wo die drei da Kisten waren, beziehungsweise beim Bürger die Ecke. Aber naja, mein Gott, man kann halt nicht alles haben. Okay, mit ihr gehen wir dann gleich auf Schatzsuche. An und für sich, ja, klingt nach einer guten Idee. Andererseits, wir haben ja noch so viele andere Sachen zu tun mit den Scheiben, wo wir jetzt eine haben. Und ich will ja nochmal zum Donnen. Ja, vielleicht begleitet sie uns ja einfach so die ganze Zeit. Und macht nicht so Zicken wie Rupert und sie kommt mit, wohin auch immer wir wollen. Das wäre natürlich nochmal eine nette Sache. Gucken wir gleich einfach mal. Achso, Ericsson, den haben wir verprügelt am Anfang, genau. Gut, aber hier ist einer. Da, der Chef der Leibgarde oder Stadtwache oder was auch immer das war. Wir haben noch 30 Lernpunkte übrig. Ich hätte gerne Schwertrang 5 und nochmal 10 Stärke. Ja, müsste ja, glaube ich, auch beides können. Sie haben Zuwachs beim Don bekommen. Sehr gut. Ich bin guter Dinge, dass hier endlich mal was passiert. Weiter so. Ja, unterrichte mich mal. Unterrichte mich im Kampf. Okay, Schwertkampfring 5. Für nochmal 500 Gold. Gut, war ja klar, dass es teurer wird. Und 10 Lernpunkte. Unterrichte mich im Schwertkampf. Wenn du den Schwung für deine Angriffe aus dem ganzen Körper holst, bist du schneller und hast mehr Kraft. Diese Kraft kannst du nutzen, um deine Angriffsschläge besser zu kombinieren. Du meinst, ich kann eine längere Schlagkombination durchführen? Genau das. Probier es aus und du wirst sehr bald den Erfolg merken. Okay, bessere Schlagkombination. Dann machen wir Stärke nochmal plus 5. Ich will stärker werden. Gut so. Ich will stärker werden. Weiter so. So, dann gucken wir gerade nochmal ganz kurz. 3000 Gold immer noch. Hoppla, entschuldigt. Wir haben jetzt viel ausgegeben fürs Lernen, aber gut, waren ja auch 3 Level, die wir jetzt verteilt haben. 61 Stärke finde ich erstmal ganz gut. Schwert haben wir jetzt zur Hälfte durch. Finde ich auch ganz ordentlich. Was wäre denn hier das nächste Talent? Du kannst bei deinen Angriffen mehr Schläge... Ne, das haben wir ja jetzt. Ach, es steht nicht, was als nächstes kommt. Doch, da steht doch da. Du kannst Waffen aus der Kategorie Bastardschwert einhändig führen. Bastardschwert? Bastardschwert sind dann logischerweise Zweihänder. Klar. Bastardschwert haben wir doch hier. Moment. Einen Augenblick. Es steht halt nur Bastardschwert dran und sonst nichts. Wir brauchen 52 Stärke und haben jetzt 61. Ist das wirklich? Das ist ein zweihändiges Ding. Deswegen ist das auch so stark. Schade. Ich dachte, Bastardschwert wäre auch einhändig. Gut, aber dann... Ja, Schriftrolle erstellen wäre natürlich nett. Wobei, das wäre wegen Schlösseröffnen nett gewesen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Nee, dann machen wir es einfach so. Unterrichte mich im Kampf. Wir unterrichten uns jetzt noch ein bisschen. Nein, wir holen uns jetzt noch Schwertrang 6 für 600 Gold. Unterrichte mich im Schwertkampf. Um besser zu kämpfen, solltest du anfangen, schwere Waffen zu führen. Bastardschwerter sind dafür geeignet. Versuche, das größere Gewicht durch mehr Geschwindigkeit deines Waffenarms auszugleichen. Du wirst merken, dass es kaum einen Unterschied zu einem gewöhnlichen Schwert gibt. Und du kannst dich zusätzlich mit einem Schild schützen. Ja, und als nächstes für 700 Gold dann... Gut, aber dafür haben wir keine Punkte mehr. Okay, ich muss sagen, die Verräterklinge sieht erstmal sehr geil aus. Und wir können jetzt... Ja, es, glaube ich, ist auch das Beste, was wir im Moment haben. Stärke 55, also Klingenschaden 55. Was Besseres haben wir bisher noch nicht gefunden. Gut, und wir können trotzdem noch das geile Runenschild dazu tragen. Oh, Baby, jetzt geht's rund. Huhu. Von 35 auf 55. Oh, ja. Oh, das ist sehr, sehr geil. Okay, Lernpunkte sind alle weg. Wir haben nur noch 2300 Gold. Ja, wir können Tränke kaufen. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. 61 Stärke, wir haben 256 Lebenspunkte. Ist natürlich eher noch... Da, hier siehst du. Wieso gucke ich da einfach nicht mal nach? Hier, Schutz vor Klingen. Dein Schutz gegen die meisten Klingenwaffen und Monster. Dankeschön. Gegen stumpfe Nahkampfwaffen, genau. Gut, da steht es auch, dass es gegen Monster ist. Ach Mensch, wieso mache ich das denn nicht vorher? Pflanze? Pflanze. Gut, der Schmied, der war hier. Warst du das? Nee, das war doch so ein Dicker war das. War der hier drin? Ich weiß den Namen überhaupt nicht mehr. Ah, genau, Alvaro.
Oder war es nicht für Alvaro? Es kann natürlich auch sein, dass die Quest schon fertig ist, weil Zeig mal, wir... was du hast. Weil wir ja die Beutel einfach haben und das automatisch schon als fertig gilt. Okay, Waffen. Du hast zwei Hände. 50, ist doch langweilig hier. 42, okay, geh mal weg mit dem Kram. Papier, Schwertkampf plus 2. Das ist, das sind an und für sich auch starke Sachen, aber gut. Geschicklichkeit, eher auch was für Bogenschützen. Oder Leute, die nebenbei Bogenschützen haben. Du hast ein Kriegsschild, was auch nicht besonders gut ist. Und das Holz ist sowieso nicht. Aber du hast einen Helm. Der Helm der Stadtwache. Schutz vor Hiebwaffen, Klingenwaffen und Stichwaffen. Kleinen Augenblick mal gerade kurz. Spinne ich denn jetzt total? Tatsache, ich habe noch nicht gesehen, dass wir... Okay. Sachen gibt's. Zeig mal, was du hast. So, ja, dann würde ich sagen, für 200 können wir den eigentlich mitnehmen. Und wir können dann theoretisch auch direkt mal hier gucken. Da, rostige Zweihänder. Klingenschaden 30. Ach komm, alle Male, die bringen auch so gut wie gar nichts. Die können weg. Das edle Schwert werde ich zur Sicherheit mal behalten, weil Verräterklinge... Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Quest gibt mit von wegen... Ach, danke, dass du mir mein Schwert gebracht hast. Jetzt finde ich dich ja super klasse. Jo, die Erntemesser können alle weg. Die Macheten können auch alle weg. Die Dornkeulen, oh mein Gott, was wir alles für einen Scheiß aufgesammelt haben in der Zeit. Säbel, alle weg. Jo, die normalen Schwerter können auch alle weg. Jagdmesser. Moment. Frisch, blablabla, man ist völlig uns. Achso, nee, okay. Verlesen gerade. Ja, mein Fehler. Wir haben verdammt viel aufgesammelt. Die Knüppel. 16 Knüppel. Da macht's dann auch die Masse. Ein Richtstab. Klingenschaden. Sollen wir mal einen aufbewahren, nur so just for fun? Damit wir mal was für die Sammlung da haben. Ja, machen wir mal. Das bisschen Gold, was der reinspringt, das ist ja hier gar nichts. 7 von den Äxten bringen da schon mehr. Einen Hornbogen verkaufen wir mal. Ein Kurzbogen, die Dessam-Ding haben wir angezogen. Okay, lassen wir das auch mal so. Rüstungen. Ja, das Kriegsschild, wir haben das Runenschild. Meine Güte, wollen wir den ganzen Schilder hier weg? Weg. Will ich das Kriegsschild für die Sammlung mal behalten? Ja, ich glaube schon. Den Offiziersrock behalten wir auch mal. Das Amulett mit maximal Mana nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, in Gothic war es so, es gab irgendwo einen Händler, der hat für so Sachen, hat er mehr Geld gegeben. Glaube ich zumindest. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich werde die Dinger jetzt trotzdem einfach mal hier verkloppen. Weil ich nicht weiß, ob es den gibt oder nicht. Und das im Endeffekt auch total egal ist. Schutz vor Stichwaffen werden wir mal behalten. Maximales Mana plus 10. Axtkampf plus 1. Ach, sowas verkaufe ich ja so ungern. Bogen plus 1. Akrobatik, hier, das war's. Aber ich möchte den Ring nicht anziehen. Weisheit minus 10. Unverkäuflich. Ach, das war für eine Quest. Ja, genau. Der Vasallenring war für eine Quest. Ja, Bogen plus 1 werden wir, glaube ich, nicht brauchen. Axtkampf auf jeden Fall nicht. Wir werden auf Schwert gehen. Schutz vor Stichwaffen finde ich gut. Maximales Mana plus 10 möchte ich gerne behalten für diverse Spruchrollen. Falls irgendwann mal so eine super Spruchrolle kommt, die wir richtig gut gebrauchen können, die aber einen bestimmten Mana-Wert verlangen, dann können wir den übergangsweise mal kurz anziehen. Ebenso wie mit dem Amulett. Schutz vor Magie behalten wir sowieso. Okay, ja, das ist 1300. Herrlich. Gut, dann haben wir das soweit auch wieder geregelt. Ja, ihr seht, das wird ein etwas langweiliger Part, weil ich mehr mit Verkaufen und so beschäftigt bin. Ja, Spruchrollen, ach du meine Güte. Okay, haben wir wieder 3500. Sehr schön, wir können den unglaublich hässlichen Helm anziehen. So, was hat der gemacht? Alles plus 3. Oh Gott. Okay, habe ich hier eine Taste? Nein. Nein, das wollte ich auch nicht. Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Taste belegt habe für so eine Drehung um den Charakter rum. Nee, weiß ich gerade nicht. Ich habe Tastenbelegung umgeändert. Ist egal, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es von vorne sehen möchte. So, Hafenstadt. Die Söhne von Tilda, die Karte der Insel. Da können wir auch mal zu dem gehen. Genau, zu Nelson. Konrad abkassieren, Nelsons Ring. Ja, gut. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Walter. Walter war es. Genau, und Alvaro abkassieren. Gut. Ich glaube, das geht nicht mehr. Walter wollt ihr Dinge haben, nicht der Typ. Wer Walter ist, naja, das werden wir dann wohl leider erst im nächsten Part herausfinden. Bis dann.